So, guten Tag und willkommen zurück zur nächsten Folge Heroes Hour. Sonntagabend. Oder, naja, ist ja noch Nachmittag jetzt. Was ist da los? Und wir haben gestern zum Glück den ersten Angriff eines, naja, NPC-Gegners überlebt. Und er hat uns freundlicherweise einen Schiffchen dagelassen. Saugen deinen Helden ein, schicken ihn zu einem anderen Ort. Nein, da kommt schon der nächste. Warum hast denn du eigentlich Einheiten am Start? So, wir sparen uns erstmal ein bisschen Geld und so weiter. Ja, super. Du hast doch... Wieso hast du nur Einheiten? Das verwirrt mich ein bisschen, dass der Einheiten hat. Halt, warte mal. Ja, wir haben zero chances. Das ist aber nur so ein kleiner Trupp. Alter, Mittel. Hör mal auf. Holy shit, Alter. Okay, warum sind hier Einheiten? Achso, es sind die, die im Krankenhaus quasi überlebt haben. Okay, er haut wieder ab. Ah, und er haut auch generell ab. Nein, er hat das Boot mitgenommen, ne? Nein! Ah, übel. Kann ich noch welche zusammenpacken? Schrecken des Riffs. Nee. So, jetzt müsste das aber einfach sein, ne? Ja. So, du kannst dich eh noch nicht bewegen. Ach, das sind die persönlichen Leibwachen. Oder wie? Verstehe ich? Ich verstehe es ehrlich gesagt noch nicht. Warte mal, kannst du... Okay, das ist jetzt auch einfach. Ich pack mal die Einheiten jetzt hier auf das Ding drauf und dann werde ich mal mit dem anderen Helden ein bisschen mehr fahren. So, Krankenstube ist aktiv. Sehr schön. Architekt. Verbessert die Stadtentwicklung, zählt... erhöht die Einnahmen pro Tag um 250. Wunderbar. So, ich hoffe, dass der Grüne sich jetzt ein bisschen beruhigt hat. Ja, natürlich, da ist er wieder. So, das sollte ja passen. So, Lied der Konfusion. Ja klar, dass wir hier nicht unbeschadet aus diesen Kämpfen rausgehen, ist ja logisch. Aber es ist noch übersichtlich, was wir verlieren. Sehr gut. Und das nächste Upgrade. Von Elite-Kreaturen. Ich weiß nicht, was Elite-Kreaturen sind. So, Ressourcenkosten würde ich sehr gerne ein bisschen runter machen. Hier ist immer noch so ein scheiß Obelisk. Achso, die sind neu gespawnt. Kick mal an. So, ich würde gerne die Kristallmine endlich haben. Und wir erobern jetzt mal ein bisschen den Kontinent. Beziehungsweise das Meer. So, Geld haben wir genug. Können wir noch irgendwas upgraden überhaupt? Eieiei. 1000 Gold pro Tag. Super. Stadtstufe 5. Da kommt der Grüne.
ist der Lilane schon unterwegs. Na, Happy Birthday. Schwer. Mittel. Nein, ich komme nicht mehr an Land. Doch, ich komme an Land. Okay, kann man noch irgendwas upgraden? Die Dinger hätte ich ja sehr gerne. Bollwerk erhöht stark die wöchentliche Kreaturenzahl. Ach, hätte ich gerade so. Deckgefährten, Charon, Schrecken des Riffs. So, der wird uns bestimmt angreifen, natürlich. Ich denke, ich werde wieder keine Chance haben. Naja, immerhin ein paar habe ich zerstört. So, Verteidigung. Hält meine Verteidigung stand? Wahrscheinlich nicht. Ah, das ist doch schon voll durchgebrochen. Naja, okay. So, damit haben wir unsere Stadt verloren. Alter, da kommt der nächste Grüne. Oh, war vor allem was für ein Hirsch. Scheiß Hauptstadt wiederholen. Oh, vor allem. Ja, jetzt haut er auch noch ab. Alter. Der Grüne macht mich fertig. Vor allem jetzt sind hier auch gleich neue Einheiten wieder verfügbar. So, jetzt erober ich meine eigene Stadt zurück. Hoffentlich. Aber es sieht erstmal noch okay aus. Ah, ich verliere aber wieder so viele Einheiten. Ach du heilige Scheiße. Ja, gut, ich hab geschafft. Wieso muss ich denn nochmal angreifen? Ach, das ist jetzt die Verteidigung der Stadt an sich. Okay, das ist natürlich nicht mehr viel Gegenwehr. So, damit haben wir unsere Stadt zumindest wieder eingenommen. Ah, sehr gut, und der hat die Einheiten nicht geholt. Alter Schwede, ist das schwer. Den Obelisken hat er eingenommen. Mann, ich kann hier nicht abhauen. Das ist mein Problem gerade. So, Alter, ich hab auch noch den heftigsten Typen weggehauen. Gold oder XP? Ich gehe mal auf Gold erstmal. Und ich muss mir unbedingt einen zweiten Helden wieder kaufen. So, den würde ich gerne hier lassen. Ist das möglich? Man konnte doch bei Heroes of Might and Magic, glaube ich, immer einen zur Verteidigung zu Hause lassen. Ist das hier gar nicht möglich? Geht mal, da kommen sie wieder. Natürlich. Und ich habe wieder keine Chance. Ja.
Eieiei. Der nächste hält down, wa? Ah, der Grüne geht mir so auf den Sack. Schwer, ach du heilige Scheiße. Einfach. Wieso muss ich denn jetzt schon wieder meine Stadt einnehmen? Das gibt's doch nicht. Oh, das macht mich fertig. Oh Mann, ey. Was kann man hier noch machen? Recke, er hat Gesundheit von Elite-Kreaturen. Tja, hilft nichts. Wir müssen leider erstmal hier warten. Kein Bock, dass der mich jetzt hier wieder und wieder und wieder überfällt. Ich brauche unbedingt einen zweiten Helden wieder. Drei, vier, zwei, fünf, drei, eins. So, du hast gar nichts. Leichlinge, naja, gut, okay. Hallo? Okay, warum hat er jetzt das nicht gemacht? Och, ja, der wird mich wieder angreifen. Mann, Alter, der Grüne geht mir so auf den Keks! Vor allen Dingen auch Level 12, Alter. Er macht mich einfach immer nur fertig. Mann, ey. Warum? Stärkung schicken. Das ist aber ein knapper Kampf, Alter. Noch mehr Verstärkung schicken. Alter, er haut auch noch mal ein bisschen was raus. Aber auch diesen Kampf verliere ich. Habe ich jetzt meine gesamte Armee verloren? Und ich habe meine Stadt verloren? Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe einfach alles gerade verloren. So, das heißt Niederlage. Ach, du heilige Scheiße. Oh, heavy, Alter. Sehr, sehr heavy. Krass. Okay, das ging ja fix. Machen wir hier einfach mal Inselkrieg. 1 gegen 1. So, Schwierigkeit normal. Alter Schwede. Der hat mich aber fertig gemacht, der Grüne. Muss ich da irgendwie ein bisschen aggressiver sein? So. Also, eine neue Versuche. Gut, das könnte alles und nichts sein. So, ein Laichbecken. 13 davon können wir uns mit Gold holen. Ja, oder halt mit anderen Sachen. Lassen wir erstmal.
Und kümmern uns natürlich erstmal wieder um das Normale. So, Kriegsdenkmal. Oder ich nehme die Hauer. Dann haben wir gleich mal eine neue Einheit. Schwer unmöglich. Anspruchsvoll, anspruchsvoll. Unmöglich, unmöglich. I have no idea where it is. Auch unmöglich. So, die Gießerei machen wir gleich hinterher. Mehr Einheiten brauche ich. So, Eismaschine oder Hoplit? Kraft, Kraft, Gesundheit. Ich nehme die. So, neutrale Helden überall, aber das ist okay. X-Fuß. Achso, kann ich hier eigentlich schon mal... Ach, ich kann nur die verbesserte Gießerei schon mal machen. Der Preis erhöht sich, je mehr davon produziert wird. Einmal pro Woche für Gold angeheuert werden. Okay, Marktplatz. Machen wir die verbesserte Gießerei. So, das geht natürlich jetzt relativ schnell am Anfang, weil nicht viel möglich ist. So, jetzt durfte ich aber auch mal ein paar Gegner, glaube ich, töten können. Wachposten. Wieso kann ich die nicht bauen? Erfordert Kriegerdenkmal. Ach so, okay. Dann machen wir das erstmal. So, hier könnten wir uns auch noch ein paar Ausgräber holen. Für Gold, aber dazu, ja, vielleicht mal ein bisschen später. So, einfach hier, komm. Dann holen wir uns mal die ersten Ressourcenblöcke. Okay, wir haben gar keine Zauber. Alter, wir verlieren schon wieder so viele. So, widerspenstig. Ja, sterben. 10% einen rachsüchtigen Geist zu hinterlassen. Erhöht 5% pro Rang. Falls die Armee schon welche befindet. 14 pro Woche. Oh ja, sehr gut. Automatisch Einheiten dazu kriegen. Auf See verschollen. So, unmöglich, unmöglich. Hier wäre die Eisenmine, aber die holen wir uns vielleicht auch mal später. So, diese neutralen Helden hier. Was ist das eigentlich hier für ein Ei? Unmöglich, anspruchsvoll. Was ist das hier eigentlich? Tritt seiner Kapelle ein, die schon bessere Zeiten hatte. Mit 2000 Gold in einem Tag Arbeit kannst du sie auf Vordermann bringen und deinem Helden plus 1 Moral verschaffen. Okay, mach mal. Erfordert Bau einer höheren Stadtstufe. So, wir machen jetzt mal den Wachposten. Verleiht allen aktuellen und zukünftig angehörten Helden... Dings, Kurs, erhöht stark die Eismaschine und Kryo... Maschine. Ich weiß nicht, ich bin immer Fan von Einheiten. Keine Ahnung, ob das so gut ist. Oder ob ich eher so auf persönliche Skills gehen müsste. Achso, der arbeitet immer noch da oben. Gott. Wie lange kann man denn arbeiten? Ach, und sehr gut. Jetzt kann ich hier das erweitern. So, dann ist die erste Woche auch gleich rum. Wir gucken uns noch mal ein bisschen die Gegend an. Aber der Gegner müsste ja auch irgendwo hier unten schon gleich sein. So, Architekt. Verbessert Stadtentwicklung, zählt und bringt Gold. Ja.
Sehr gerne. Das war hoffentlich ein neutraler Gegner, oder? Plus Zauberkraft. Oh, Berge. Tja, könnte überall bis jetzt sein. Ach, okay, neutraler Held. Sehr gut. So, eine neue Woche und wir kriegen mehr... Krieger wieder. Die Krankenstube, die würde mich tatsächlich immer interessieren. Weil diese Krankenstube... Naja, rettet uns halt doch nochmal ein paar Leben immer, ne? 6800. Ich glaube nicht, dass ich viele bekomme. Oh, doch, ich krieg sogar alle. Cool. So, ganz wichtig, das hier. Du kannst immer noch nicht zaubern. Okay. Oh Gott, wir verlieren schon wieder so viele von diesen Hauern und so weiter und Bergmännern. Das ist ungeil. Schwärmen erzeugt Phantomduplikate einiger Kreaturen. Seele der Erde. Zweckeinheit stirbt, dann lässt sie eine Seele. Mehrere Seelen finden sich. Felsen. Nee, was? Fels? Fels? Ach, Felselementaren. Wow. Ja, das können wir machen. Das klingt ganz cool. Und was verbessern wir noch? Tempel des Kriegers. Von Berserk an Schlägern oder Odins. Leuten. Okay. Aber wir müssen auch irgendwie schnell immer auf diese heftigen Einheiten kommen. Naja, neutraler Held, alles gut. So, fast unmöglich. Das haben wir alles eingenommen. Das wird schwer. Anspruchsvoll, einfach. Okay, dann holen wir uns hier. Aber das ist ja auch eigentlich nur Ressourcenfeld. So, nochmal ein paar Nahkampfeinheiten verloren. 7 Stück. Fast unmöglich. Sehe ich nicht. Anspruchsvoll. Schwer, mittel. Der wäre natürlich auch nochmal super wichtig. Nochmal einen Schwefelhaufen. Ich tache aber den Tag 3. Wir holen uns mal nochmal ein paar Einheiten zurück, die quasi wiederbelebt wurden. Ja, und dann ziehen wir erstmal hier unten weiter. Hier haben wir zum Beispiel noch ein bisschen was zum Einsammeln. Gerade mal Level 3, ey. So, Grundproduktion beträgt 15. Schaltet Zauber frei. Die Hälfte aller toten Einheiten werden hier gerettet. Schrein der Bestie. Okay, auf den spare ich jetzt mal. So, hier kriegen wir eh nochmal Gold. Und jetzt können wir auch den Schrein der Bestie bauen. Können wir nicht, weil... Was fehlt? Das Bollwerk und die Festung fehlen. Ach du Scheiße. Machen wir erstmal den verbesserten Wachposten. Gut, okay. Dann machen wir für heute Schluss. Sehen uns nächste Woche wieder bei Heroes Hour. Ja, puh. Mal gucken, ob wir diese Runde ein bisschen besser überstehen und unseren Gegner vielleicht auch mal, naja, zumindest mal das Gebiet des Gegners sehen. Bisher war ich ja sehr eingeschränkt, was das betrifft, ne? Meine Lieben, haut rein und dann bis nächsten Samstag wieder. Adios.